Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation, und es geht weiter. Wir waren stehen geblieben, hier unsere Firma ein bisschen zu pimpen. Wir sollen insgesamt ein Jahr lang überleben, das Ganze hier. Und ja, ich hoffe, das mit den 10-Minuten-Folgen gefällt euch ganz gut. Ich denke, dann ist es nicht ganz so anstrengend, das Ganze hier zu schauen. Wir haben aktuell einen doch sehr krass steigenden Preis pro Tonne Erz. Ihr seht es auch, die Nachfrage ist unglaublich hoch. Obwohl er sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert, aber okay, wir schauen mal. Sicherheit sieht sehr gut aus, Wartung sieht sehr gut aus. Wir haben investiert in einen Knicklenker-Muldenkipper, der jetzt bald ausgeliefert wird, in PR-Gebäude, in Sicherheit zweimal. Und wir schauen mal, was wir eben noch brauchen. Wartung hat man, glaube ich, haben wir nicht investiert. Ach nein, Wartung wollten wir, glaube ich, gleich etwas bisschen mehr investieren. Moment, und zwar wartungstechnisch wollten wir, glaube ich, gleich in die erweiterte Tankstelle investieren. Genau, okay, zack, boom, bang. Wie lange braucht die? 9 Wochen, das ist okay. Moment, in Bestand wollte ich doch mal schauen. Und zwar haben wir hier erstmal unseren LKW. Den sollten wir vielleicht mal reparieren. Das Ganze ist in 7 Tagen abgeschlossen. Der wird ausgeliefert. Und zwar jetzt. In 9 Stunden, 8 Stunden, 7. Ja. Sehr gut, dann reparieren wir den gleich mal. Für 41.000? What? Oh mein Gott. Da habe ich jetzt zu schnell geklickt. Alter Verwalter. Dauert aber auch nur 7 Tage. So, sehr gut, sehr gut. In 5 Tagen wird die Einzelkabine ausgeliefert. Ah ja, sicherheitstechnisch. Sehr gut. Erweiterte Tankstelle kommt in 8 Wochen. Das dauert leider noch ein Stück. Das PR-Gebäude kommt in 4 Monaten. Das dauert leider auch noch. Und die Knicklenker-Muldenkipper ist gleich repariert. Und der LKW ist auch gleich repariert. Das ist übrigens zum Abtransport. So. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wir haben zurzeit 1225 Tonnen Eisenerzproduktion. Und ja, schauen wir mal, was wir als nächstes brauchen. Dieses PR-Gebäude wäre auf jeden Fall cool. Und jetzt gucken wir erstmal, was für Zeitungsartikel hier reinfliegt. Italien will Mauer an der Grenze. Mafia geht der Beton aus. Okay. Mafia geht der Beton aus. Naja gut, warum nicht? Keine Ahnung, was das jetzt mit mir. Vielleicht sollten wir in die Betonindustrie umsteigen. Umsatteln. So, wir sind bei 13,23. Der Kurs bleibt relativ stabil. Gerade die Krise scheinen wir überstanden zu haben, was mich sehr, sehr erfreut. Okay. So, Produktion liegt zurzeit bei 1500. Was haben wir jetzt hier noch? Knicklenker, Muldenkipper. Der ist auch gleich fertig. Das heißt, die Produktion sollte dann deutlich nach oben gehen. So, weil der Abtransport deutlich steigen wird. Jawohl, sehr gut. Wir haben jetzt 1925 aktuelle Eisenerzproduktion. Konnten wir sehr gut steigern bis jetzt. In der Veredelung liegt zurzeit der Engpass, ist allerdings auch das teuerste Investitionsgewerbe. Und wir sollten, Moment, Wartung ist, oh, Wartung haben wir einen erhöhten Bedarf auf jeden Fall, aber in Wartung haben wir investiert. Das dauert nur leider noch 7 Wochen, das ist das kleine Problem an der Sache. Okay, ansonsten sind wir hier wirklich easy peasy unterwegs, alles ist fit, alles ist gut. Wir können mal ganz kurz schauen, was uns für Verträge angeboten werden, ob wir da was annehmen können. Nein, das ist alles zu schlecht. Da verkaufe ich doch lieber so. So, verkaufen wir einfach mal 12.000. Dann sind wir wieder bei 256.000. Und wir können mal schauen, was Veredelung kosten würde. Aber ich kann es euch gleich sagen. Ziemlich teuer. Da geht es bei 561.000 los. Allerdings ist die Kapazität auch ziemlich hoch, muss man auch dazu sagen. So, und dann schauen wir einfach mal. Es würde 3 Wochen dauern und die müsste natürlich dann erst noch repariert werden. Eieieiei. So, gut. Dann heißt es wahrscheinlich erstmal warten, meine lieben Freunde. Die Eisenerzproduktion ist ja ganz gut, aber wir haben eben diesen Engpass in der Veredelung. Das ist aktuell unser Problem. Sonst könnten wir hier nochmal gute 700 Tonnen mehr fördern. Das wäre der nächste Engpass. 700 Tonnen liegen hier dazwischen, zwischen Auslastung und Kapazität. Da können wir nur warten. Sparen, 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 meine lieben Freunde. Sparen ist jetzt die Devise. Wartung
Brauchen noch 6 Wochen, okay, da geht's gut voran. Und wie lange braucht dieses Public noch? 3 Monate, eieiei, das dauert ewig, dieses Gebäude. Dann nehmen wir einfach die Zeit hier mal ein bisschen. Avanti, avanti. Oh, die gehen mit ihrem Preis nicht hoch. Wenn ihr mit dem Preis nicht hochgeht, dann werde ich euch nichts verkaufen. So einfach ist das nämlich. So, jetzt schießen wir die Hälfte erstmal hier wieder ins Land. Aber jetzt rollt es eigentlich richtig hier. 23, 24, 25 Tonnen. Wahnsinn. So, verkaufen wir nochmal einen Schwung. Sind wir schon bei 610 oder bei 600.000. Das Geld rennt natürlich auch nach unten, ohne Frage. Oh, 8,93. Jetzt kommen wir mal langsam ein bisschen in die Region, wo wir hinwollen. Hier können wir... Oh, schnell. Fallende Preise, fallende Preise. Okay, warum fällt das jetzt schon wieder so drastisch? Die Nachfrage geht bedeutend nach unten. Ich überlege gerade, vielleicht sollten wir den für 8,93 annehmen. Wir verkaufen auf jeden Fall nochmal. Scheint sich wieder ein bisschen zu fangen, oder? Nee. So, Ex-Häftling bricht in sein ehemaliges Gefängnis ein. Okay. Wegen mir? Okay. Hilf! Wasser! Hilfe! Uns fehlen 20.000 Tonnen. Können Sie für 242.000 Credits aushelfen? Na klar! Oder? Wie viel sind denn das? Das sind über 10 auf jeden Fall. 11, 12. Akzeptieren. Gut gemacht. Das Geschäft wurde bekannt. Strafe. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wie? Strafe. So, warte mal, die erweiterte Tankstelle ist abgeschlossen. Oh, guck mal, Wartung hellgrün. So gefällt mir das. Wie lange brauchen wir uns für unser PR-Gebäude noch? 8 Wochen, der Preis geht auch wieder nach oben. Alles easy. So, wir sollten mal schauen, was wir in der Veredelung jetzt machen können. Da war sie. 750.000 müssten wir investieren für eine kleine Aufbereitungsanlage. Oder für eine große Aufbereitungsanlage. 4 Wochen. Würde die nur Lieferzeit brauchen. Da müssen wir hier nochmal ein bisschen was verkaufen, meine Freunde. Alles weg. 910.000. Wie sieht es mit aktuellen Aufträgen aus? Ach, schlecht. Die Preise sind schlecht. Die Preise sind schlecht. Die wollen uns einfach nur über den Tisch ziehen hier. Mit 6,86. 4,42. Ist ja wohl ein Scherz, ist das ja wohl. Natürlich ist es eine Garantie über 3 Monate, beziehungsweise über 3 Monate, nee, 180 Tage ist ja ein halbes Jahr. Es ist schon eine sehr lange Garantie eines Preises, das muss man schon sagen, aber trotzdem, Freunde, so wenig. So, komm, verkaufen nochmal. Wir brauchen diese Veredelungsanlage. Wir brauchen die Veredelung und PR sollten wir so langsam mal hier auch was machen. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus? Ach, das ist alles blendend. So wie es sein sollte, meine lieben Freunde. Schauen wir doch mal aktuell auf die Statistik. Auf die Bilanz. Hauen wir hier mal kurz einen Stopp rein. Details anzeigen. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Januar. Achso, hier haben wir noch schön Minus gemacht. Hier haben wir schon das erste Mal Plus gemacht. 32.000, 373.000, 241.000. Das sind Ausgaben-Einnahmen. Achso, das Grüne sollte immer oben sein, ne? Weil das sind die Einnahmen. Produktion insgesamt. Ah ja, hier können wir natürlich alles nochmal ein bisschen genauer durchschauen. Administration. Eieieiei. Ey, mach doch mal zu. Was soll denn das? So, hier können wir uns das alles ganz genau anschauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jahresgewinn 452.000. Ne, ist auch okay. Zumindest eine schwarze Zahl. So, wir können nichts machen, außer hier aktuell beobachten, wie der Preis sich verhält und immer mal ein bisschen was verkaufen. So, neuer Liefervertrag. Preise sind immer noch shit. So, wir sind bei 1 Million aktuell. So, und jetzt haben wir hier mal ein kleines Päuschen rein. Stopp.
Also kein Päuschen, aber zumindest mal etwas runtergehen. Veredelung. Was haben wir hier? 500, 500, 4 Wochen. Oh, jetzt ist das wieder weg. Es gibt schon wieder neue. Ach, 9 Monate. Hör doch auf. Ach, das ist doch scheiße. Müssen wir eine neue kaufen. 5 Monate drauf warten. Was soll es? Geht nicht anders. Haben ja nichts. Nichts im Angebot. Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Aber unser PR-Gebäude ist gleich fertig. Das ist das Schöne an der Sache. So, Moment. Wir sollen ja eigentlich auch einfach nur ein Jahr überleben. Mehr ist es ja nicht. Ein Jahr überleben ist hier die Devise. So, wenn die Veredelung... Warte mal, wir schauen mal ganz... Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Schade. Wie sieht es eigentlich hier aus? LKW, den können wir auf jeden Fall mal reparieren. 7 Tage. Okay. Ansonsten, alles was über 70% ist, ist eigentlich noch vollkommen okay. In 2 Wochen PR-Gebäude, sehr gut. In 3... Achso, der ist repariert. Okay, super. Sehr gut. Oh, wir müssen verkaufen. Unser Lager wird langsam eng. Moment, jetzt sind wir schon wieder unter 10 Euro gefallen. Ach, das kannst du auch abhaken. Das geht ja gar nicht. Verkaufen einfach nochmal. So. Und nochmal. So. Ja, jetzt sind wir schon wieder unter 10. Leider, leider, leider. Oh, Moment, das PR-Gebäude ist da. Moment, Moment, Moment. Gar nicht mitgekriegt. 800 Punkte haben wir zurzeit. Oh, Alter. 370 sollte man. Das gibt's doch gar nicht. So, einfach mal hier ein bisschen mehr rein investieren. So. Okay. Bräuchten schon wieder ein PR-Gebäude. Das ist doch zum Heulen. 1100. Oh, alter Schwede, ey. Naja, gut. Was wollen wir machen, ne? Lager, Personalwartung, Public Relation. Könnt natürlich gleich ein großes kaufen für 680.000. Dauert eben 9 Monate. Ist zu lang, würde ich sagen. Okay. 260.000, soll ich euch mal sagen. Wir kaufen gleich 2. Jo. Preis geht wieder nach oben. Das auf Preis geht wieder nach unten. Preis geht immer noch nach unten. Preis geht wieder nach oben. Preis geht wieder nach unten. Preis geht wieder nach oben. Okay. Oh, jetzt geht er wieder über 10, wo ich verkauft habe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Marktmeinung. Eieieiei. So, wartet mal. Wir schauen mal ganz kurz unser Szenario zielen. Noch 4 Monate. Dann haben wir das Ganze hier geschafft. Die 4 Monate, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass wir die im nächsten Part dann schaffen. Ah, jetzt habe ich die Zeitung schon wieder. Ich war zu schnell. Verdammt. Oh, unser Lager ist voll. Wir müssen verkaufen. Warte mal. Lasst uns mal lagertechnisch gleich mal hier ein bisschen was erweitern. Lager. Lager. Mittleres Lager. Kleines Lager. Mehr wie ein kleines ist nicht drin. Oh, das dauert aber auch ganz schön lang. Alter Schwede. 4 Monate. Da ist das hier eh schon vorbei. So, okay, mit der Kohle sind wir eigentlich ganz gut. Schade, dass man das nicht beschleunigen kann, indem man hier einfach ein paar Euro drauflegt und dann quasi die Sachen eher fertig sind. Ich glaube jedenfalls nicht, dass man das beschleunigen kann. Verkaufen. Wird geliefert. Nee, hier gibt's nichts. Na gut, meine lieben Freunde, aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen, lasst mir eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ja. Und schreibt mir einen netten Kommentar, wie ihr es findet. Und ich bin erstmal raus. Euer Maggie. Tschüss.